Genau 85. Meine Güte. Hat einfach nur durch irgendein blöden Glück. So, ja, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich habe es so nach 10 Minuten geschafft, diesen blöden Pilz hier zu erledigen. Habe ein paar Sachen so versucht, zum Beispiel, weil ich habe Peter Pan gerufen, ich habe Ding ans Blitzgar eingesetzt, was war aber viel zu langsam war. Peter Pan hat gar nichts gemacht. Ich habe mal von Donald hier eine Limit Move eingesetzt, der hat irgendwie gar nicht gezählt hier. Und ja, bin ich wieder zur alten Strategie zurückgekommen und nach 3-4 Versuchen sind dann irgendwann geglückt. War eigentlich mehr so zufällig, dass das funktioniert hat. Aber naja, habe ich auch schon gesagt davor. Egal. Wir haben es geschafft und ich bin jetzt hier im Fluss der Nostalgie. Im Fall bestimmt warum. Ja, ich will hier noch einige Puzzleteile abstauben und ich glaube, hier war auch noch ein Dingens. Ein Pilz. Den müssen wir uns auch noch vorknüpfen. Übrigens, vergesst nicht, irgendwie ein Like zu hinterlassen, ein Kommentar, ein Abo. Wenn euch das Video gefallen hat, müsst keinen Namen oder so hinterlassen oder so beim Like. Das merkt keiner, keine Sorge, ihr müsst nicht schüchtern sein. Möchte auch niemanden weiter sagen. Und ja. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann, also nicht, macht nichts. So, beginnen das Duell. Greif an, bis der Zähler auf 0. Ach ja, genau. So, jetzt fragt mich noch mal einer, wie der geht. So, wir haben alle Puzzleteile hier. Ja, mal Combo Plus hier reingepackt für einen anderen, Pilz, den ich mir auch gleich vorknöpfen möchte. Aber das wird auf jeden Fall so nicht funktionieren. Okay, ich möchte einige Sachen ausprobieren. Mir sofort einfällt, wäre ja die Waisenform. Ich möchte mal gucken, ob es auch mit der, was schon sagen, mit der Kampfmusik weiter. Mal gucken, ob es mit der Überform auch geht. In 19 Sekunden. Na, einen Moment. Hab ich. Ich glaube nicht, dass ich schon Combo Minus habe, ne? Dreck. Ja, dann versuchen wir mal die weisen Überformen, ne? Ah, das wird natürlich wieder ein Spaß. 19 Sekunden. Ich finde nicht, dass das ein bisschen zu wenig ist. Ja, das ist schon mal geil. Können aber klappen so. Ja, so schlecht war das jetzt nicht, fand ich. Kann man das noch irgendwie verbessern? Irgendwie nicht, ne? Schlussangriff, Bus, ne. Plus, ja, ja, okay, habe ich ja. Nee, das sah schon gut aus. Mal anderes probieren. Er war natürlich nicht so gut. Er könnte klappen.
Ne. Mann. Dreck. Komm schon, 23 Sekunden. Das ist immer dieser Sprungangriff, der mich da aus dem Konzept bringt. Nein, das klappt nicht. So ein Dreck. Hey, was haben wir mal die Waisenform? Erstmal zurückwandeln. Na, das war jetzt nicht so gut. Aber kann er noch? Und da brauche ich, glaube ich, ein bisschen weniger Kombos, weil ich habe nicht Kombo mehr. Ist das ein Problem? Aber Dings bräuchte ich dann vielleicht. Reset. Abschlussangriff plus. So, das kann natürlich wieder auch jetzt, je nachdem wie ich mich anstelle, dauern. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen besser. Aber ich treffe den nicht so gut, nicht so schnell. Ah. Gott verdammt, 2 Sekunden. Das gibt's doch nicht. So kriegt man ja wie blöde Drivers, wenn man hier immer wieder reingehen kann. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, so. Am Schaden. Oh Gott verdammt, das hat mich hier wieder aus dem Konzept gebracht. Nein, schon wieder 2 Sekunden. So ein Dreck. Musik passt voll. Hier muss echt jeder Schuss sitzen. Aber ich möchte jetzt nicht auf Dinge angewiesen sein. Diese Sprünge, die sind immer das. Du Sack. Schon wieder 2 Sekunden. Ja, gibt's doch nicht. Oh. Oh. Boah, den sitze ich jetzt auch schon wieder eine Stunde dran, ne? Eine Stunde meine ich 10 Minuten. Ich dann nicht noch irgendwas machen. Irgendwie nicht, ne? Ich komme um Minus. Ich weiß nicht, wann ich das krieg. Kriege ich dadurch Level ab oder kriege ich dadurch den Boss oder so? Ja, ist schon ein guter Ansatz. Komm schon, das sieht gut aus. Naja, sieht nicht gut aus. Oh, verdammt, ich glaube, den schaffe ich nicht. Nee, den schaffe ich, glaube ich, nicht. Nein, ich kann ihn nicht mittendrin angreifen.
So ein Dreck. Hey, wäre auch mal eine Überlegung wert. Eine Idee. Haben eine Idee, die könnte klappen. Feuerer, Feuer, Feuer habe ich schon, ne? Ja. Nein. Das klappt so auch. Wenn er nicht springen würde, wenn er echt nicht springen würde, dann würde ich das schaffen. Aber der muss ja springen. Das gibt's doch jetzt einfach nicht. Okay. Nein, das gibt's doch jetzt nicht. Ey, immer 2 Sekunden, das gibt's doch jetzt auch nicht. Das lief gut. Ah, super. Nee, den schaffe ich doch nicht. Verdammt. Muss ich auf den später zurückkommen. Gott verdammt. Mag ich gar nicht. Ah. Nee, den schaffe ich nicht. Ja, pff. Verwandle mich zurück, da kommen sie alle. Ah, so ein Dreck. Aber hier kann ich mich nicht wegteleportieren, ne? Ah, ärgert mich jetzt gerade. Mir noch von neue Sachen, die habe ich gar nicht. Hallo. Kann denn das sein? Ah, Duktilsplitter, okay. Stolz aus Eis kann ich herstellen. Ach ja, ich kriege ja die ganzen Dinger hier. Ah. Ah, ich bin so kurz davor, mir Dinge herzustellen. War treffliche Abwehrkraft, ja, kann man Goofy geben. Scheiße, das Eis plus Spams. Wow, das sieht episch aus, der Teil. Okay, cool. Zeig mal. Was das Eis? MP Haska. Wozu? Wie zum Teufel braucht denn Goofy das? Bitte schön. Was denn? Was habe ich denn gerade ausgerüstet, was so stark ist? Königsrache. Oh. Eigentlich ist das Ding ja am besten. Weil das den Schaden komplett senkt. Aber es ist Goofy, also. Also ein nicht spielbarer Charakter, also bringt's das nicht so. So, wir haben jetzt effektiv 14 Minuten hier verschwendet. Daumen hoch. Oh. Ja. Dann gehen wir mal zu einem Pilz, von dem ich weiß, dass ich den schaffe. Aber erstmal tun wir unsere Drive-Leiste wieder auffüllen. Wir gehen jetzt nach Agrabah und da müssen wir einen Pilz kaputt hauen.
nach Space Paranoid, da müssen wir auch noch hingehen wegen ein paar Puzzleteile, glaube ich. So, Agrabah ist da lang. Oh, in Port Royal muss ich auch noch lang. Da, ja. Gut. Den habe ich nämlich mal ausgehen vor der letzten Aufnahme, nämlich schon mal ausprobiert, ob ich den schaffe. Ich dachte, man bräuchte da irgendwie Angriffskraft, aber braucht man nicht. Das hat nämlich so geschafft. Und zwar braucht man dafür die Limitformen. Und eine Menge Combo Plus. Was habe ich denn hier noch an Items neu? Verbrauch. Was? Immer noch irgendwas. Ja, ist sehr gut für dich, Donald. Ja. Das ist eigentlich nicht schlecht, MP hast, ne? Ich glaube, Donald hat sogar noch MP Hastra, ne? So. Warte mal. Ich baue Dingens hier. Wo ist das? St. Corbinian. Ich muss mich echt entscheiden, wo ich mal hingucke. Entweder links oder rechts. So. Und das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ich muss das, glaube ich, in 10 Sekunden schaffen. Und ich habe es schon geschafft. Also los. Den Typen müssen wir in 10 Sekunden so schnell wie möglich erledigen. Und der heilt sich natürlich hoch. So, puff. Wird knapp. Puff. So, haben wir den. Bam, ist ausgezeichnet. Gehen wir nach Hause. Ich würde sagen, den habe ich doch geschafft. So, dann auf und davon zu Dingens. Zu Radiant Garden. Ich wollte schon wieder Rollobäschchen sagen. Das stimmt nur nicht mit mir. Oder nee, nach Port Royal gehen wir mal. Aber der könnte jetzt auch nervig werden. Ja. Port Royal, da brauchen wir auch noch ein paar Schatztruhen und so, glaube ich. Ach, hier ist das so blöd gemacht. Gucken wir mal, ich brauche Puzzleteile noch und Schatztruhen in dieser Welt. Den einen blöden Pilz können wir uns erstmal abschreiben, da brauche ich Combo Minus. Das kriege ich nur nach einem bestimmten Boss. Musst du in ihr checken. Mein Captain Sparrow. Come on! So, komm her und zeig mal. Puzzleteile, 2 Aufgaben. Willst du Nummer 10? Stell dich einem Duell. So. Ich ignoriere euch. So, das Ding, was wir bekämpfen müssen, das ist in der Luft, also. Luftkombo Plus oder Boost? Wollte ich nicht. So, hier wird wahrscheinlich nichts sein, ne? Ach, du bist hier, okay. Ich dachte, du wärst irgendwo anders. Dem müssen wir nämlich hier ein bisschen spielen. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, um das zu schaffen. Ich den schnell down kriege, aber das hat man ja bei dem einen Viech vorhin auch gesehen. So. So, der macht jetzt hier so einen auf, ich verstecke mich mal. Und dann müssen wir ihn so schnell wie möglich erledigen. Ja, schon viel zu wenig abziehen, habe ich das Gefühl. Was brauche ich denn hier so zeitmäßig? 55 Sekunden. Ich habe so das Gefühl, ich schaffe das nicht.
Lauf-Kombo, habe ich das Gefühl, wird es nicht bringen. Warte mal so. Das war doch ein bisschen wenig Schaden. Ich hatte, glaube ich, gesehen, er hat 3 Balken oder so. So. Müssen wir so machen. Hey. Ich treffe den noch nicht mal. So kann ich den noch nie im Leben schaffen, hallo? Warum treffe ich den nicht? Meine Güte. Muss das eine Ding. Deckungsbrecher, Luftmeuchler. Oh, da war schon wieder ein Ding. Weil mich kriegt er noch nicht mal zu treffen, ey. Soll das? So. Das sieht schon besser aus. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Guck mal, wir haben nur so wenig. Aber jetzt weiß ich noch nicht mal, ob ich den richtigen gehabt. Nee, schaffen wir nicht. Hallo, das schaffe ich noch nie im Leben. Ja, für den muss ich stärker sein. So ein Dreck. Gut, haben wir, können wir den auch nicht schaffen. Geil. Immer besser, ja. Ja, wir müssen sehr viel stärker sein, habe ich das Gefühl, für einige. Wir brauchen einige Abilities, die wir noch nicht haben. Das ist schon mal beruhigend. Gut, das heißt, wir sollten uns vielleicht irgendwann mal den finalen Kampf hier aufmachen. Erst dann kann ich hier ein bisschen hochleveln. Ich möchte jetzt nicht hier für den finalen Kampf Level 100 oder so sein. Soll noch ein bisschen eine Herausforderung sein. Und da ist ein Puzzleteil. Aua, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich dagegen geflogen. Hat verdammter Dreck. So, morgen grauen. Gut. Haben wir 2 Pilze versucht. Haben wir 3 Pilze versucht. Und 2 haben wir erst geschafft. Boah. Also total Zeitverschwendung in diesem Part eigentlich. Müssen wir uns hier auf den nächsten, auf den finalen Kampf hier irgendwann zusteuern. Hier? Fragezeichen? So, komm, geh weg. Da ist keine Zeit dafür. Ich kann ja meinen Fortschritt, meinen Radiant Garden überprüfen, wie viele wir noch brauchen. Warte mal, wie komme ich hier nochmal runter? Was? Muss hier doch nicht besiegen, oder? Das heißt ja immer, man soll irgendwie reinflüchten, wenn man die nicht bekämpfen will. Jetzt ging er auf einmal nicht, oder Gott? So. Jetzt wisst ihr, was mir noch verpisst dich. Trifft ihn noch nicht mal. Wo sind Teile 1? Und am Anfang, glaube ich. Ja, voll verkehrt, ne? Eigentlich kann mich auch nirgendwo irgendwie anders hinporten.
weil ich kann mich immer nur je nachdem, wo das Schiff gerade ist, irgendwo importen. Weil irgendwie sehr doof gemacht ist. Wir könnten uns ja an einen anderen optionalen Boss hier noch versuchen mit Level 60. Schaffen wir das? Könnte gefährlich sein. Aber naja, versuchen wir mal. Oh, nee, machen wir erst den letzten Boss, ne? Im nächsten Part so. Erstmal die restlichen Puzzleteile und so einsammeln. Ach ja, in Twilight Town habe ich übrigens. Aua. Ist auch irgendwie blöd. Man flieht ins Schiff, dann kommt man wieder raus, dann muss man nochmal einfahren. Wollen ja nicht im nächsten Part. Ich glaube, im nächsten Part so suchen wir noch die letzten ganzen Puzzleteile und so. Und dann, weil jetzt sah jetzt voll high aus. Und dann versuchen wir uns an den letzten Boss zu versuchen. Müsste ich eigentlich locker. Warum komme ich da nicht hin? Was? Warte mal. Ah, okay. Wollte schon sagen. Noch höher kann. Noch höher kann ich irgendwie nicht springen. So. Und weg. Aber glaube ich, Eier ist ja erledigt. So. Zeige er her. Aufgaben, ja, das geht natürlich nicht. Ist hier noch, also ja, da haben wir auch noch nicht. Müssen wir noch mit dem Teppich fliegen oder so, warte mal. Na, Puzzle-Modus. Zwiespalt, das können wir mal im nächsten Part machen. Dafür uns auch noch ein Teil, können wir auch im nächsten Part machen. Wir noch herzlose. Gut, dann beende ich den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge für Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus. Wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte ein Like oder ein Abo oder so liegen. Für mich und so. Bitte. Tschüss.